Gemeinsam Musik machen verbindet, beruhigt, belebt und heilt. Musikalische Früherziehung wird in der Kita Jona in Evershagen großgeschrieben. Einmal die Woche sind die Studentinnen Henrike Hupfer und Clara Breitsprecher vor Ort, um mit den 4- bis 6-jährigen Kindern zu singen, zu tanzen und zu musizieren. Die Studentinnen betreuen 6 verschiedene Kita-Gruppen, jeweils für eine halbe Stunde pro Einsatz. Henrike Hupfer ist 23 Jahre alt und arbeitet seit 2 Jahren für das Musicali-Projekt. Das Besondere an Musicali ist, dass wir für die Kinder, die sonst vielleicht nicht die Chance haben, mit Musik oder generell so Fantasie und Geschichten über Musik und Instrumente in Berührung zu kommen, dass wir denen diese Möglichkeit bieten können. Interhaken, schüttel, 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 schüttel. Und das Holzbein, rüttel, 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 rüttel. Ortswechsel, Pianohaus Möller in der Rungestraße. Heidi Reinholz, Olaf Reis und Peter Möller vom Rotary Club Horizonte führen hier Bewerbungsgespräche mit angehenden Musikpädagogen. Weitere Rotary-Clubs unterstützen Musicali. Das schafft zusätzlichen Spielraum für mehr Musikunterricht in Kitas in sozialen Brennpunkten. 8 Studenten und Studentinnen sind inzwischen bei Musicali aktiv. Wir sind im Moment besonders gut ausgestattet. Wir haben so viele Mitarbeiterinnen und Interessenten und dass wir darüber nachdenken, Tatsache das Projekt auch zu erweitern über die 2 Einrichtungen hinaus und hoffen sehr, dass uns das gelingen wird. Wir haben das schon über viele Jahre hinweg haben wir darüber nachgedacht und immer gehofft, dass das also wichtig wäre, dieses Projekt auch auszuweiten. Und nun sieht es recht positiv aus und wir hoffen, dass wir das gemeinsam mit der Diakonie dann auch in die Wege geleitet bekommen. In den Bewerbungsgesprächen wollen die Projektleiter wissen, warum die Studentinnen sich für Musicali interessieren. Weil wir an den Sinn und den Wert von musikalischer Früherziehung. Also mir macht das Musizieren mit Kindern generell Spaß. Ich mache ja auch in meinem Studium Musik mit geistig behinderten Kindern vor allem. Und da merke ich, wie so Musiktherapie einfach total gut tut. Und auch bei kleinen Kindern muss das schon angewendet werden. Und wie die Kreativität da einfach durchkommt und wie begeistert die Kinder sind. Und so ein richtiges Glücksgefühl habe ich dann, wenn die Kinder noch summend rausgehen oder dann schon mit dem Lied vom letzten Mal wieder in die Stunde reinkommen und dass man einfach merkt, da bleibt irgendwie was hängen und das beeinflusst die Kinder halt auch. Ich finde das Projekt total toll, weil musikalische Früherziehung für Kinder einfach wichtig ist. Sie nehmen das total schnell auf, alleine die Melodie und für den Wortschatz ist das auch sehr wichtig. Und genau deshalb freue ich mich einfach darauf, auf die Arbeit mit den Kindern. Naja, im Laufe der 15 Jahre sind die... Die 3 Rostocker Rotary-Clubs ermöglichen Musicali momentan für Kitas in Evershagen und Teutenwinkel. Jedes Jahr spenden die Rotary-Clubs rund 10.000 Euro dafür. Für die Kinder oftmals die erste Berührung mit Instrumenten und dem gemeinsamen Musikmachen. Wir sind einfach sehr froh und sehr stolz, dass wir dieses Projekt schon über diese vielen Jahre hinweg getragen haben und auch aufrechterhalten haben. Es hat auch die 3 Rostocker Clubs zusammengeschweißt. Hier an der Kita Jona dürfen die Kinder heute einmal Piraten auf hoher See sein. Clara und Henrike nutzen neben verschiedenen Instrumenten kleine Geschichten und Bewegungsspiele, um die Kinder an die Musik heranzuführen. Es ist nachgewiesen, auch mit musikalischer Früherziehung quasi eine bessere Entwicklung genießen können und nicht so verhaltensauffällig sind, vor allem wenn man halt aus dem sozialen Brennpunkt kommt. Und die Kinder kriegen bei Musicali auch eine Aufmerksamkeit, die sie im normalen Kindergartenalltag, vor allem in so einem großen Kindergarten, vielleicht nicht bekommen. Sie können ja ihre Selbstwirksamkeit, personale Gefühle besser sich selbst spüren, sage ich mal, Musik kennenlernen. Durch die Geschichten, die wir mit erzählen, lernen sie auch ein anderes Gruppengefühl. Und das ist einfach viel freier als im normalen Kindergartenalltag. Sonne, hallo.
Durch die Musik sind alle miteinander verbunden. Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Die Kinder merken, dass Musizieren Freude bringen kann. Sie können sich selbst künstlerisch zum Ausdruck bringen. Es geht bei Musicali nicht darum, wer am besten singt oder spielt, sondern darum, gemeinsam fröhlich zu sein. Doch einmal kommt die Zeit zum Auseinandergehen.